Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agoraphobia. Im letzten Video haben wir hier aus Blei, war doch Blei, oder? War doch Blei. Ja, natürlich, aus Blei eine Kugel geschmolzen. Die kleine Hobby-Schmiedin, die Fiona, macht das immer mal, wenn sie so nachts Langeweile hat. Und ja, wissen diese natürlich auch zu gebrauchen. Auf der einen Seite denke ich mir, wir könnten damit gleich ein paar Türen öffnen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir könnten mit dieser Uhr hier etwas anstellen. Nun, was hat sich getan seit dem letzten Mal? Eigentlich einen Tag. Dummerweise, so wie ich bin, lese ich mir Threads in RPG Maker Foren durch. Deswegen habe ich mich schon ein klitzeklein bisschen gespoilert, weil manche Leute ihre Beiträge nicht in Spoiler packen können. Hurra! Egal, machen wir weiter. Eine große alte Standuhr. Der Zeiger scheint defekt zu sein. Obwohl man das Ticken hört, bewegen sich die Zeiger nicht von der Stelle. Wir untersuchen es nochmal. Runde Vertiefung mit einem Sonnensymbol. Darunter sind einige Kratzer zu erkennen. Die kleine Gewehrkugel aus Blei passt perfekt in Vertiefung. Hey! Und nun schlägt es 13. Sonnensymbol erhalten. Huch, wo kommt das denn her? Das gucken wir uns doch erstmal an. Es war in einem Fach der Standuhr im Esszimmer verborgen. Auf der Vorderseite ist eine Art Stab. Es sieht auch fast aus, als wäre es ein Schlüssel. Interessant. Wir speichern. Ja. Also ich weiß jetzt so ganz grob, was uns wahrscheinlich erwarten wird. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich eine Szene geben wird, wo ich nicht weiterkomme. Hat man mir quasi schon angekündigt. Oder wo ich erstmal perplex sein werde, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Irgendwie so. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich auch weiter. Wäre cool. Das Sonnensymbol aus der Standuhr passt in das Knaufloch der Tür. Aber das ist nicht... Nein, wir brauchen ja noch einen fehlenden Knauf, der im Obergeschoss war. Diesen Screen kenne ich, der war schon mal im RPG-Atelier im Screen-Thread. Der Schrank ist mit kostbarem Porzellan gefüllt. Einige der Stücke haben Risse und Verfärbungen. Ein großer karierter Schild. Jemand hat auf den Schild ein Kreuz gemalt. Mit Wachsmalkreide. Nix. Ja, ich gehe da gleich hin, keine Sorge. Aber erst einmal gucken wir uns das Gesüffel hier an. Zwei große Holzfässer, sie riechen stark nach Alkohol und sehen sehr schwer aus. Die Flüssigkeit tritt bereits aus. So, hier können wir jetzt auch raus, ne? Gut. Die Vase da ist schon runtergefallen in unserer Albtraumversion. Ja, ich bin gespannt, ob das nur so ein Gimmick ist oder ob das... Ah, guck mal, wir können es auch von der Seite aus machen. Oder ob das irgendwann noch richtig plotrelevant wird. Mit dem Licht an- und ausschalten. So, gehen wir da jetzt mal rein. Holy. Tante Marguerite? Es ist alles vergebens. Ich spüre, wie sich seine langen, kalten Finger langsam in meinen Rücken bohren. Ich verstehe das alles nicht. Was geht hier vor, Marguerite? Natürlich verstehst du es nicht, Kind. Du hast noch nie etwas verstanden. Es folgt mir, egal wo ich mich wende. Verfolgt mich in meine Träume und darüber hinaus. Tante Marguerite. Oh mein Gott. All die Jahre hatte ich ein zermatschtes Gesicht. All die Lebenszeit. Ausgelöscht. Selbst ablaufen die Textboxen. Du hättest dein Zimmer nicht verlassen und einfach weiter schlafen sollen. Denn nun kannst du diesen Ort nie wieder verlassen. So wie wir. Und das rote Pixel im Gesicht, das uns alle der Dunkelheit überantwortet. Überantwortet? Sowas mache ich nicht. Hey, seht mal da. Können wir den Kamin anmachen? Kamin anzünden. Cool! Seht ihr, ich mochte die Lichteffekte. Tante Marguerite, sie rührt sich nicht. Sie hält etwas in der Hand. Du weißt nichts, Fiona. You know nothing, Fiona. Türknopf gefunden. Ah, cool. Oh mein Gott, it's the Schattenman. Und ich sehe schon. Ich kann wahrscheinlich nicht raus. Ich ahne, dass wir... Oh, was ist denn das jetzt? Das hat mir wehgetutet, oder? Okay, das ist verriegelt. Oh mein Gott. Okay. Der böse Schattenmann will uns jetzt wahrscheinlich wehtun. Warte mal, ich renne mal zum Schrank. Schrank öffnen. Das wird er bestimmt nicht bemerken. Aua, aua. Der tut uns weh. Okay, das lese ich ein andermal vor.
Die Musik kommt mir bekannt vor. Ich glaube Resident Evil 5 oder so. Da ist ein Soundfehler. Mist! Und jetzt? Warte mal, ich guck gerade mal ins Inventar. Der wird mich ja so lange bestimmt nicht töten wollen. Sonnensymbol. Scharfes Messer, was wir jetzt nicht anlegen können, um den Schatten kaputt zu machen. Hilfsnotiz. Genau, das war wahrscheinlich die Szene, wo viele nicht weitergekommen sind. Türknauf. Ist sie wirklich tot? Geschraubter Türknauf. Warum vibriert überhaupt das Bild? Vielleicht gibt es hier irgendwie so einen Geheimgang oder irgendwie sowas. Ich kann mir das jetzt nicht durchlesen. Tut mir leid. Noch einmal. Vielleicht fällt er jetzt drauf rein. Hä? Der stand überhaupt nicht davor. Wieso hat uns das wehgetan? Das macht keinen Sinn. Warte mal. Geheimgang oder so? Hallo? Der ist verriegelt. Ah, guck mal. Das Loch reingreifen. Ein Hebel? Der was gebracht hat, hat er jetzt die Tür geöffnet. Ja, tatsächlich. Klar, damit rechnet ja jeder. Wo war denn hier der nächste Schrank? Warte mal, ich mach mal den Abkürzung hier drüben lang. Sofern das als Abkürzung bezeichnet werden kann. Was war dieses Ding? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Ich fühle mich wie in einem Horrorspiel. Träume ich etwa immer noch? Es fühlt sich alles so real an. Warum nehme ich immer zu Momenten auf, wo meine Stimme verschwindet? Doof. So, ich verstecke mich provisorisch im Schrank, weil ich die Versteckenoption nicht gekriegt habe. Toll, das heißt, das Verstecken bringt uns überhaupt nichts, weil der uns dann sowieso erwischt und uns Lebensenergie abzieht. Ohne, dass er vor uns steht. Das ist doof. Das ist sogar saudoof. Na schön. Wir haben jetzt endlich den Türknauf und dürfen speichern und können den jetzt hier benutzen. Oh mein Gott, dieser Gestank. Hat es hier gebrannt? Sieht ein bisschen so aus. Der Boden ist ein bisschen farbreduziert, schade eigentlich. Da könntest du, ich weiß nicht, wie du die Farben komprimiert hast, lieber Rabbit. Ich könnte dir aber durchaus ein paar Tipps geben, damit das nicht passiert, wenn du möchtest. Die Wände sind über und über mit abstrakten Symbolen und Zeichnungen versehen. Sie sehen aus wie zwei grotesk erstellte Menschen, von denen einer nach etwas greift. Ja doch. Sieht ein bisschen aus wie Strichmännchen. Anwesenmalereien. Es waren bestimmt die Ureinwohner des Anwesens. Es sieht aus und riecht, als hätte hier etwas gebrannt, doch aus der Asche ist nicht zu erkennen, was es war. Wahrscheinlich ein toter Körper. Wahrscheinlich von Henning. Die Wände sind über und über... Hier steht was? Zwei Sonnen flankieren den dunklen Spalt in der Wand. Okay. In der Ecke liegt eine Notiz. Ein Teil verwehte Asche, ein Teil flüssige Flamme soll meinen Leib durchtränken und die Dunkelheit erhellen. Brennen soll's doch nur zusammen, dann wird geboren aus den Flammen ein neuer Teil von mir, der den alten missen wird. Okay. Eine große Ständerstatue. Es scheint dieselbe Ritterstatue zu sein wie jene in der Eingangshalle. Diese Schlingel haben sich mal eben hier hoch bewegt. In der Wand ist ein tiefer Spalt. Man kann nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. Streichholz reinwerfen. Natürlich, weil das überhaupt nicht ausgeht, wenn wir es reinwerfen. In den Schacht blicken. Nein, dann greift uns irgendwas. Doch, wir machen das mit dem Streichholz mal. Mal gucken, wie schlau es ist. Der Sog aus dem Spalt in der Wand hat das Streichholz gelöscht. Überraschung. Ich traue dem Spiel nicht. Ich guck trotzdem mal rein. In der Wand ist ein tiefer Spalt. Man kann nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. Die Dunkelheit ist mit den Augen nicht zu durchdringen. Na gut, dann greifen wir halt hinein. Es bleibt uns ja doch nicht anders übrig. Was ist das? Ostflügelschüsse. Yay! Schockmoment. Nope. Nicht? Na gut. Ja, liebe Flair, falls du das hier siehst, du hast gesehen, der Schatten hat mich nicht vergenusswurzelt. Kleiner Insider. So. Wir speichern erneut und rein da. Hier ist dunkel. Gibt's hier irgendwo Lichtschalter, wa? Ich find's schade, dass die Lichtschalter nicht irgendwo hier an der Wand sind, sodass man sie auch benutzen kann.
Hier sieht es aus, als wäre hier irgendwie eine Öffnung oder irgendwas, ein Gang, aber hier ist nichts. Hier ist aber Spinnenweben. Was ist das für ein Raum? Wieso wollte Tante Margaret nicht, dass ich all das hier sehe? Auch hier sind die Wände mit Zeichnungen übersät, doch ich verstehe nicht, was sie bedeuten können. Okay, der Aktenschrank ist voller Unterlagen. Es scheint sich hauptsächlich um Reisepapiere zu handeln. Der Schrank hat nicht nur ein schweres Vorhängeschloss, sondern ist auch noch mit einem Brett zugenagelt worden. Ein Einmachglas, es ist leer. Ich nehme es mit. Sieht ein bisschen aus, als wäre da Saurons Auge an der Wand. Aber hier sind sie, Wände, bla. Okay. Gut, ich spreche wie die Stimme von Honest Trailers. Fiona, mein Kind. Fiona. Ich glaube, es ist eine andere Figur. Es ist nicht Mr. Henning. Also, Fiona, mein Kind. Folge mir. Papi? Vater? Ich hatte recht. Ja, es ist der Hüpfegeist. Es ist Mr. Hüpfegeist. Sehr geil. Und die gruselige Musik setzt wieder mal ein. Mr. Hüpfegeist, warum erwähne ich das so? Das erwähne ich wahrscheinlich im nächsten Video. Spannende Stelle. Ich mache einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.